Los geht's! Dieser Junge steckt in Schwierigkeiten. Auf den Weg oder stirb. Latsch auf die Hassbremse, Thanos. Ich lass nicht zu, dass Cap Lee was antut. Aber ich schaff das nicht allein. Wir brauchen Verstärkung. Wir gründen eine verkackte Super-Duper-Gruppe. Melden wir uns wieder bei LinkedIn an. Ich präsentiere Badland. Mein Name ist Shatterstar. Domino, ich hab Glück. Glück ist keine Superkraft. Und vor allem überhaupt nicht kinotauglich. Doch, ist es. Kompromiss ist es nicht. Und wir haben zu guter Letzt... Peter. Irgendwelche erwähnenswerten Kräfte? Nein, ich hab keine. Ich hab nur die Anzeige gesehen. Du bist dabei? Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Heute in doppelter Besetzung, denn ich bin der Nerdizist Michael und bei mir ist... der Jan von der mündlichen Prüfung und auch schon geprüfter Nerd. Heute sprechen wir über einen ganz geilen Film und zwar Deadpool 2. Ja, wunderbar. Kommt jetzt ins Kino und wir durften ihn schon sehen. Seid gespannt. Wir geben dafür ein kleines spoilerfreies Review, denn es ist schon recht wichtig, in diesen Film spoilerfrei reinzugehen. Aber vorher nochmal das übliche Werbegeplänkel, denn wer uns nicht kennt, wir sind wie gesagt ein Podcast für Nerds und Cosplayer, für alle, die sich irgendwas da gern anhören. Und wir haben diverse Serien zu Walking Dead, Game of Thrones, Star Trek. Das haben wir noch, Westworld haben wir letztens angefangen. Und zum Cosplay haben wir unseren Nerdplay. Das alles findet ihr auf nerdizismus.de, wo ihr auch diesen großen, schönen roten Abonnieren-Button findet, wo ihr draufklickt und wo sich der Podcatcher eurer Wahl öffnet. Oder ihr könnt euch einen Podcatcher auswählen und ihr könnt fortan alles abonnieren, was wir so haben. Ihr findet uns natürlich auch auf diversen Social-Media-Portalen wie Facebook, Twitter, Instagram. Wir sind auch immer noch bei Vero unterwegs, auch wenn wir da nichts posten. Ihr findet uns auf YouTube und natürlich könnt ihr uns auch auf iTunes anhören und bewerten und könnt sowohl Negatives als auch Positives senden. Wer uns dann lieber auf klassischem Wege schreibt, der kann uns auch eine Mail an info@nerdizismus.de schreiben. So, ja, jetzt kommt mein kurzer Werbeblock. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Jan von der mündlichen Prüfung. Zusammen mit meinem Kumpel Erik quatsche ich alle 2 Wochen über Themen, die wir uns gegenseitig vor den Latz knallen, wie halt in so einer mündlichen Prüfung üblich. Weiß der andere nicht, was ihn erwartet. Und ihr findet uns auf mündlicheprüfung-podcast.de oder natürlich auch bei iTunes und Facebook und Twitter und auch auf Instagram. Einfach mal nach der mündlichen Prüfung suchen. Mit iTunes haben wir gerade ein paar kleine Probleme. Das werden wir aber hoffentlich in den nächsten 2 bis 3 Wochen fixen können. Und dann geht's da auch wieder weiter. Ja, und wie gesagt, heute reden wir über Deadpool 2, dem Sequel zu dem Überraschungshit von vor ein paar Jahren, wo keiner mit gerechnet hätte, dass dieser Film so geil war, wo Ryan Reynolds extra ein Probevideo geleakt hat, damit die diesen Film produzieren konnten. Und was ein absoluter Überraschungshit war, was dafür gesorgt hat, dass jetzt endlich R-Rated oder ab 18 Kinofilme, Comicfilme ins Kino kommen können. Und der so erfolgreich war, dass er natürlich ein Sequel bekommen hat. Und dieses Sequel haben wir jetzt vor ein paar Tagen im Kino, in der Kino-Preview gesehen. Und wenn ihr dieses von uns hört, dieses Review, dann ist auch endlich das Presseembargo für diesen Film weg, was einigermaßen wichtig ist, weil man kann diesen Film schon sehr spoilern. Deshalb werden wir jetzt ein kleines spoilerfreies Review machen und versuchen wirklich gar nichts zu sagen dazu. Ja, es wird schwer. Also ich glaube, der Film wird sicher die Hardcore-Deadpool-Fans ein bisschen enttäuschen. Allerdings ist es immer noch ein wunderbarer Actionfilm, der sich in Witz und Tempo deutlich von den anderen Marvel-Filmen unterscheidet. Genau, und bevor wir jetzt so richtig einsteigen, nichts zu sagen, sagen wir erstmal etwas über diesen Film, was wir sagen können. Also alle, die sich die Trailer angeschaut haben, muss man sagen, die werden nicht wirklich gespoilert. Die grundsätzliche Story ist einfach, Deadpool ist jetzt mehr oder weniger als Held unterwegs und trifft dann auf Cable, einen zeitreisenden Cyborg aus der Zukunft, der scheinbar ein Mutantenkind ermorden will
und Deadpool möchte das zusammen mit seiner neuen Superheldentruppe verhindern und stößt da auf so einige Probleme. Das ist so ganz grob die Story, ja, die man entblößen kann und nichts zu verraten, denn dieser Film ist ab der ersten Minute wirklich ein Spoiler. Absolut. Also man kommt eigentlich nicht drum herum, wenn man wirklich in die Tiefe gehen will, auch was zu dem Film, zum Inhalt zu erzählen. Er ist aber, also ich finde, er hat alles, was der Vorgänger hatte und noch an ein, zwei Stellen sogar noch ein bisschen mehr Witz und ein bisschen brutalere Szenen. Allerdings, ja, also es fällt halt echt schwer, ohne Spoiler drüber zu reden. Ja. Aber der allgemeine Eindruck hast du ja jetzt schon so ein bisschen gesagt. Also du warst begeistert oder du fandst das Sequel generell gut? Ich fand das Sequel super. Ich persönlich mag aber den ersten, glaube ich, noch einen Tacken lieber, weil er einfach auch ein paar, ja, also Sachen mitgebracht hat, die man so vorher im Kino, gerade bei Comicfilmen, noch gar nicht hatte. Ja. Und das wird jetzt halt wieder aufgegriffen, an ein, zwei Stellen sogar noch ein bisschen mehr betont. Ich muss aber sagen, er ist an ein, zwei Stellen auch ein bisschen langweiliger und langatmiger. Also, ich muss sagen, es ist ein klassisches Sequel, definitiv. Er hat für mich ein paar Sequel-Probleme und das Größte könnte sein, also ich liebe, wie gesagt, den ersten Film und der erste Film hat auch so ein paar Tabus gebrochen, um diese vierte Wand zu durchbrechen und die ganze Zeit in der Interaktion mit dem Zuschauer zu sein. Und Deadpool richtet sich ja auch die ganze Zeit an den Zuschauer. Das haben wir jetzt durch, das kennen wir jetzt und da versucht das Sequel aufzubauen, was auch gut funktioniert. Die generellen Dinge, die im ersten funktioniert haben, wie du es gerade gesagt hast, funktionieren auch im zweiten. Trotzdem versuchen sie im zweiten jetzt nochmal, ich behaupte mal, der erste hatte eine Story, die aber jetzt eigentlich kaum wichtig war, weil einfach das Drumherum viel ausgemacht hat. Der zweite versucht eine Story mit reinzubringen, was nicht verkehrt sein muss. Aber dafür sorgt, wie du es auch schon gerade gesagt hast, dass einfach Längen da reinkommen, weil der erste hat sich nicht ernst genommen, der erste hat sich kein bisschen ernst genommen, in keiner Art und Weise, ein bisschen vielleicht in dieser Liebesgeschichte, aber das war's. Wir hatten nicht großes Drama, es war alles mehr Witz und Action. Der zweite versucht jetzt Drama reinzubringen, durch die Story, durch den Hintergrund, um die Figuren ein bisschen abzurunden und ihm etwas ein bisschen mehr Fleisch zu geben, was bei manchen vielleicht nötig ist, aber für mich nicht immer so ganz gut läuft. Ich habe schon so ein paar Reaktionen vorher gelesen. Die meisten Kritiker waren schon sehr begeistert und haben auch gesagt, dass sie ihn besser fanden, aber das wären auch so meine Kritikpunkte. Er hat ein paar Längen drin. Ja, also man sitzt schon im Kino und hat so an ein, zwei Momenten, ja, die hätte man sich auch durchaus sparen können. Gerade zum Ende hin wird er schon ein bisschen langatmiger. Gerade wenn man das jetzt vergleicht mit zum Beispiel Infinity War. Da ist trotz der krassen Länge und trotz der vielen Erzählstränge oder vielleicht auch gerade weil da so viele Charaktere und Orte und so viel Action dabei ist, gerade deshalb ist der Film deutlich kurzweiliger und das ist so ein bisschen das, was mir bei Deadpool fehlt. Allerdings macht das Deadpool halt ganz gut oder eigentlich schon fast perfekt an ein, zwei Stellen mit Witz und das hört sich vielleicht doof an, aber durch die Gewaltszenen einfach wieder wett, weil das ist schon, es ist nicht einfach nur, wie man das vielleicht aus bestimmten Horrorgenres kennt, einfach nur abgeschlachte, sondern egal, wo da jetzt irgendwo was passiert, wo Blut fließt oder irgendwas, das hat immer einen gewissen Humor. Und das ist halt das, was ich aus dem ersten halt auch schon super fand. Und das wurde jetzt halt auch mitgenommen. Ja, das funktioniert in der Tat sehr gut. Der Humor, der wird an vielen Stellen noch gesteigert. Die Brutalität ist noch krasser drin. Also ich würde es wirklich auf einem Level so ein bisschen mit Kill Bill in unserem Battle Royale setzen, weil es ist schon saubrutal. Es fliegen Hände ab, was jetzt für Deadpool nicht so schlimm ist. Es fliegen andere Sachen ab, Leute werden entzweit, die Därme werden rausgerissen. Ja, das wird jetzt nicht unbedingt getan, aber das Gewaltlevel wird schon nochmal erhöht. Was nicht für jeden was ist. Ich kenne einige, die fanden den ersten nicht so gerade wegen der Gewalt, aber ich finde, das ist ein Teil von Deadpool. Und im Gegensatz zu vielen anderen Actionfilmen ist das jetzt auch noch, ist das Gewalt, ich würde es gewaltfreie Gewalt nennen. Gewaltfreie Gewalt. Ja, weil viel Gewalt nimmt sich heutzutage im Actionkino sehr ernst.
ja, und hat auch stimmt. die Konsequenzen mit drin und man sieht eine Brutalität, eine richtige Brutalität, eine Ernsthaftigkeit mit drin. Ja gut, das hast du ja hier nicht. Also es ist ja zu keiner Zeit so, als dass der Film sich so ernst nimmt, dass man da wirklich jetzt reale Gewaltszenen vermuten würde dahinter. Ist also, überstilisiert. Ist auf jeden Fall. Ich würde es vergleichen mit den Actionfilmen, gerade mit den Nicolas Cage Actionfilmen aus den 90ern. Die haben sich keine Gedanken darum gemacht, sondern er konnte 10.000 Explosionen und einen abgeknickten Arm haben. Okay, das war auch noch alles mehr oder weniger kinderfreundlich, was Deadpool definitiv nicht ist. Nein, aber es war konsequenzlose Gewalt, die so ein bisschen eine Karikatur an sich ist. Und das bleibt bei Deadpool auch erhalten, an manchen Stellen nicht, wo es ein bisschen Drama mit reinkommt, aber deshalb ist es gewaltlose Gewalt, die einfach nur wie ein Cartoon rüberkommt, was sie beibehalten und was viele Filme heutzutage in der Art und Weise nicht mehr machen. Es gibt diese Action-Blockbuster, aber da ist nicht wirklich, ne, ist nicht Gewalt drin. Also wenn man das jetzt an der Stelle mit Infinity War zum Beispiel vergleicht, das ist natürlich ein ganz anderes Level. Also ne, du hast ja bei den Avengers, das ist halt schon deutlich familienfreundlicher, wobei ich auch da nicht mit Kindern unter 12 reingehen würde, weil das dann ja schon auch an ein, zwei Stellen ja auch relativ gruselig bis brutal ist, sag ich mal. Deadpool ist halt aber nochmal ein ganz anderes Level, aber trotzdem, dadurch, dass sich der Film selbst nicht so ernst nimmt, kann man auch diese Gewaltszenen nicht so ernst nehmen. Und das macht Deadpool halt einfach aus. Und das ist halt echt super auch aus den Comics übernommen worden. Und das behält er halt auch vom ersten Teil weiterhin bei. Und das darum ist er halt auch kein schlechter Film. Und ich würde sagen, er ist wahrscheinlich mit Infinity War, warten wir mal Ant-Man ab, einer der besten Superheldenfilme dieses Jahr. Du hast Black Panther nicht gesehen? Ja, aber ich weiß nicht, der war ja auch letztes Jahr. Nee, Black Panther war dieses Jahr. Black Panther war Anfang des Jahres. Deshalb. Ich hatte den vor Weihnachten vermutet. Mist. Nee, Black Panther würde ich auch definitiv in diesen Top-Film mit rein benennen. Aber lass uns nochmal auf ein paar Aspekte von dem Film eingehen. Also Humor und Gewalt hatten wir jetzt schon. Ryan Reynolds ist einfach Deadpool. Es ist so großartig. Also das ist, man muss sich ja auch nochmal die Social-Media-Arbeit von ihm, also seinen Instagram-Account zum Beispiel anschauen, das ist unfassbar, wie cool er als Schauspieler, als Person mit dieser Figur verschmilzt. Na. Macht einfach total Spaß. Und er ist so, also wer ihn irgendwie auch noch als Green Lantern gesehen hat oder auch aus anderen Filmen kennt, also er lebt quasi diese Deadpool-Rolle. Und das ist einfach so grandios. Und das merkt man halt auch beim Spielen. Also als merkt man auch beim Film und der hat auf jeden Fall Spaß beim Dreh gehabt. Genau, das Marketing-Team, das feuert bei Deadpool 2 echt aus allen Rohren, was man in letzter Zeit im Internet gesehen hat. Jetzt ist er bei irgendeiner koreanischen Gesangsshow aufgetreten hinter einer Maske und hat dann später sich offenbart als Ryan Reynolds. Die haben ein Musikvideo mit Celine Dion rausgehauen. Jetzt letztens gab es ein total geiles Video, wo er sich bei David Beckham für einen Joke aus dem ersten Teil entschuldigt. Also da sieht man, dass die Schreiber dahinter auch ein Wort mit zu sagen haben beim Marketing, was auch die Hälfte dieses Films noch ausmacht. Ja, auf jeden Fall. Also es ist, also das strahlt halt so auch aus. Und wenn man sich dann auch gerade so die ersten Trailer anschaut, dann ja. Das ist, diese Bob Ross-Nummer zum Beispiel war großartig. Also das hat man ja so von anderen Filmen auch noch nicht gesehen. Und das zieht sich einfach durch. Und das merkt man halt auch im Film. Und ja, also wenn ihr die Trailer intensiv geguckt habt, freut euch auf jeden Fall auf den Film. Das, genau. So viel kann man verraten. Es wird sehr spaßig. Ja. Es gibt noch ein paar Nebenschauspieler. Josh Brolin als Cable. Ich habe die Comics jetzt nie gelesen. Aber ich fand ihn gut. Ich fand ihn teilweise ein bisschen zu ernst. Er hätte noch ein bisschen trockeneren Witz reinbringen können. Aber er ist schon ein krasser Gegenpol zu allem, was Deadpool hier darstellt. Dann haben wir Domino, die Comicfigur. Ich weiß jetzt nicht, wie die Schauspielerin heißt. Die haben gut von der Chemie zusammengepasst. Und dann halt diese typischen Schauspieler, die auch in den ersten Filmen dabei waren. Funktioniert alles gut. Es gibt ein paar Überraschungen. Aber man kann jetzt an der Nebendarstellerriege, die haben definitiv auch ihren Spaß und
ich glaube, Josh Brolin hatte daran noch mehr Spaß als an Infinity War, was man in seinen Interviews sieht, was man aber auch in der Rolle sieht, mit wie viel Leib und Seele er einfach da drin ist. Und dieses Auftreten von Cable, diese Gewalt, die dahinter ist, einfach auf den Bildschirm bringt. Ja, also da merkt man halt schon, dass er da, also das stört mich halt auch so ein bisschen, dass er da so ein bisschen zu ernst rangeht, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen mehr Witz oder noch ein bisschen das Ganze mit einem Augenzwinkern zu spielen, wäre vielleicht noch ein bisschen angemessener gewesen. Mhm. Aber trotzdem ist das eine super schauspielerische Leistung. Ich finde es ja immer wieder beeindruckend, weil er ist ja, wenn man ihn so sieht, keine Kante und nicht irgendwie 2 Meter groß und 1,5 Meter breit, sondern er wirklich irgendwie relativ klein. Und er hat kompakt. Da wurde schon gut gebastelt, dass er so im Film rüberkommt, wie er auch wirklich rüberkommt. Das ist schon krass. Also das, wenn man Cable und Josh Brolin nebeneinander stellen würde als Figuren, das wäre, glaube ich, schon ein kleiner Unterschied. Ja. Und um vielleicht nochmal das abzurunden, wir wollten ja eigentlich nichts von der Story spoilern, wir werden auch nichts von der Story spoilern, aber auf 2 Sachen könnt ihr euch definitiv freuen. Erstens, das haben sie schon im ersten Film gut gemacht, haben sie wieder eine schöne Intro-Sequenz. Die Intro-Sequenz ist super. Also erwartet man absolut gar nicht und es passt sehr gut zum Titelsong, den Celine Dion beigesteuert hat. Also da kann man sich auf jeden Fall auf eine kleine Überraschung freuen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Kino hat laut gelacht. Und da versteht man dann auch den Song von Celine Dion, wieso er so ist, wie er ist. Und ich habe mich gefragt, wie wollen sie das vom ersten Teil noch toppen? Weil diese Szene mit der Kamerafahrt, wo dann die verschiedenen Credits aufgetaucht sind, die war einfach richtig, richtig gut. Sie haben aber einen Stil gefunden, der das Ganze nochmal wieder in eine andere Richtung dreht und das frisch hält, was das Schöne daran ist. Und die 2. Sache, bleibt unbedingt sitzen, wenn die Credits auftauchen. Ihr braucht nicht ganz ein Ende da sein, weil nach den an sich einen normalen Credits gibt es nichts mehr. Aber es gibt eine Mid-Credit-Szene. Auch wenn der Film Probleme hat, auch wenn er ein bisschen zu sehr Drama rüberbringt und vielleicht auch in den Action-Sequenzen ein bisschen zu sehr in Richtung Standard-Kino geht, Standard-Action-Film. Man hat gemerkt, die haben mehr Budget und das wollten sie auch raushauen. Aber ich glaube, es hat dem Film gut getan, dem ersten Film, dass er einfach so begrenzt im Budget war. Und Ryan Reynolds meinte auch in irgendwelchen Interviews, sollte es Deadpool 3 geben, dann werden sie definitiv wieder kleiner werden. Das werfe ich dem Sequel ein bisschen vor, dass sie dann viel zu groß geworden sind. Aber diese Mid-Credit-Scenes, egal wie viele Schwächen dieser Film hat, sind so die geilsten Sachen, die ich seit langem im Kino gesehen habe. Und die toppen nochmal alles. Ich will nichts verraten, aber das Kino mit den paar Pressezuschauern, die dabei drin waren, wir haben gegrölt. Alle. Ja, also es war richtig genial. Man kann sich auf jeden Fall auf eine kleine Abrechnung freuen. Mehr kann man eigentlich nicht verraten, ohne irgendwas zu verraten, aber es wird großartig. Also es sind 2 Szenen, wenn ich mich richtig erinnere, die kommen in den Mid-Credits und beide sind einfach unglaublich lustig und einfach, weiß ich nicht, also wie Michael schon gesagt hat, mit das Beste, was so in den letzten Jahren auch bei den Superheldenfilmen lief. Also sogar noch besser. Also das ist wirklich das was deutlich, deutlich besser ist als noch im ersten Deadpool. Man hätte den ganzen Film weglassen können und nur diese letzten Szenen zeigen können, weil also die so super sind. Einer der Pressemenschen, die mit uns da im Kino waren, sagte hinterher, also es hat sich alleine für diese Mid-Credit-Scenes gelohnt, sich den Film vorher anzugucken. Also selbst wenn der ganze Film vorher scheiße gewesen wäre, dafür hätte es sich gelohnt, drin zu bleiben. Also Prädikat ansehen, wenn du jetzt so Punkte dem vergeben würdest, von 1 bis 10, 1 das Schlechteste, 10 das Beste, was würdest du im Gefühl, auch wenn man den vielleicht ein zweites Mal gucken sollte, was ist dein erstes Gefühl, was würdest du ihm geben? Also mein erstes Gefühl, definitiv eine gute 8. Also Tendenz, ja, also ich schwanke so ein bisschen, wahrscheinlich eher so eine 8- vielleicht, aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall, also er hat super Gags drin, viele Sachen, die man auch nicht erwartet. Und im Vergleich aber zu Infinity War muss ich sagen, ist Infinity War, auch wenn es halt in eine andere Richtung geht, noch ein bisschen stärker. Hat mir noch ein bisschen mehr Spaß gemacht zu gucken.
Aber Deadpool 2 definitiv einer der besten Superheldenfilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Genau. Ich versuche mittlerweile meine Bewertungen auch so ein bisschen zu relativieren, weil man immer das Gefühl hat, bei auch mittelmäßigen Filmen gibt man mal schnell eine 8 oder so und nur die richtig guten bekommt man eine 9 oder eine 10. Deshalb, ich würde ihm eine 7,5 geben. Wenn es eine 8 minus gäbe, würde ich ihm die auch geben, weil er ist, wie gesagt, sehr lustig, macht wieder so viel Spaß, auch wie der erste, hat ein paar mehr Schwächen drin, ist meiner Meinung nach nicht zu kurz, nicht so kurzweilig wie der erste. Andere werden jetzt vielleicht damit argumentieren, dass er mehr Tiefe hat. Ich weiß aber nicht, ob es diese Tiefe gebraucht hätte. Deshalb, ich sag mal, 7,5 gebe ich ihm auf unserer Webseite und das muss dafür auch genügen. Definitiv im Kino anschauen. Auf jeden Fall. Wartet nicht, bis DVD, Blu-ray, Streaming da ist, sondern guckt ihn euch auf jeden Fall im Kino an. Es rechtfertigt allein auch schon wieder der grandiose Soundtrack und halt einfach diese bildgewaltige Gewalt. Kommt halt einfach im Kino deutlich besser. Genau. Und wer uns einmal im Kino anhören möchte oder ansehen möchte, kann einfach sein Handy mitnehmen, unser Podcast abonnieren und während des Films die Kopfhörer in das Ohr packen und uns zuhören. Denn wir haben noch ganz viele andere tolle Podcasts. Wie gesagt, immer auf nerdizismus.de gehen. Wenn ihr diese Folge gut fandet oder nicht gut fandet, hinterlasst uns bitte einen Kommentar. Egal, ob es positiv oder nicht ist, unter dieser Episode auf unserer Webseite kann man auch immer schön so ein kleines Voting-Tool nutzen. Das wird zu selten benutzt, man muss sich noch nicht mal registrieren. Es werden keine Daten abgegeben, was ja heutzutage auch sehr wichtig ist. Wichtig vor dem DSGVO. Genau, nerdizismus.de, schaut drauf, bewertet es oder bewertet es nicht, jedenfalls schaut drauf. Genau, ja, ich freue mich auf jeden Fall, den Film dann auch nochmal auf Deutsch zu sehen. Das war jetzt in OV und es war schon super. Wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt ihn euch auf jeden Fall im Original an. Und ich freue mich jetzt aber erstmal auch noch auf die deutsche Synchro. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wieder hier zu Gast gewesen sein zu dürfen. Oh Gott, Grammatik nicht meine Stärke. Ja, schaut gerne mal vorbei bei der mündlichen Prüfung, mündlicheprüfung-podcast.de. Und ansonsten guckt, hört, surft bei Nerdizismus. Es lohnt sich. Und wir hören dich spätestens dann wieder, wenn Chris keine Zeit hat, mit in die Kino-Preview zu gehen. Vielleicht auch mal vorher. Vielen Dank, dabei gewesen zu sein. Ja, danke schön, dass ich da sein durfte. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.